Hi, mein Name ist Andreas von Schlagzeug-Lernen.de und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video zeige ich dir 10 coole Einsteiger-Grooves, die jeder Schlagzeuger eigentlich kennen sollte. Und diese Grooves sind eigentlich genau solche Grooves sozusagen, die ich einem Schlagzeug-Einsteiger in den ersten Stunden in meinem Unterricht zeigen würde. Und zwar habe ich da natürlich verschiedene Sachen miteinander kombiniert. Wir spielen Achtel, wir spielen Viertel auf der Hi-Hat und genau darum geht es in den ersten Stunden, ein bisschen das Repertoire sozusagen zu erweitern oder überhaupt mal aufzubauen, dass quasi der Schlagzeuganfänger direkt loslegen kann und Grooves spielen kann. Wenn jetzt hier einige Grooves dabei sind, die du schon kennst, dann ist es trotzdem interessant für dich. Vielleicht sind da auch Grooves dabei, die du vielleicht noch nicht so kennst. Aber ich zeige dir natürlich auch weitere Übungen, was du mit diesen Grooves machen kannst. Ich habe das Ganze natürlich ein bisschen sortiert. Das heißt, wir fangen sehr einfach an. Und dann, je weiter das Video voranschreitet sozusagen, desto schwieriger werden diese Grooves. Also ich will hier auch nicht wirklich stundenlang über die Grooves reden, sondern es geht darum, so schnell wie möglich diese Grooves sozusagen zu spielen. Ich blende unten immer die Noten ein und dann zeige ich dir ganz genau, wo die einzelnen Sachen gespielt werden und wie ich den Takt oder den Groove spielen würde sozusagen. Okay, genug geredet, legen wir direkt mit dem ersten Groove los. Das ist so ein Standard-Groove, den ich wirklich in der ersten Probestunde vielleicht sogar schon einen Schüler erkläre. Also falls du noch nie Schlagzeug gespielt hast, wäre das so der erste Groove, wenn es gut funktioniert, den ich dir direkt zeigen würde. Und zwar habe ich hier die Bassdrum auf der 1, Snare auf der 2, Bassdrum wieder auf der 3 und dann die Snare wieder auf der 4. Und durchgehend spiele ich erstmal Viertel auf der High. Das heißt immer 1, 2, 3, 4. Wenn es mit der Hi-Hat erstmal nicht funktioniert, kannst du die Hi-Hat erstmal weglassen und erstmal nur Bassdrum und Snare spielen. Wenn du natürlich schon ein bisschen mehr Erfahrung am Schlagzeug hast, dann ist es natürlich ein sehr einfacher Groove für dich. Aber den richtig sauber zu spielen, dass er auch wirklich groovt, das sollte auch natürlich, oder das ist etwas schwieriger am Anfang. Okay, spiel dir mal langsam vor, das klingt dann so. Und als nächstes bei Groove Nummer 2 nehme ich jetzt noch eine Bassdrum mit rein. Und zwar habe ich jetzt die Bassdrum auf der 1 wieder, Snare auf der 2, dann eine Bassdrum auf der 3 und dann eine nächste Bassdrum auf der 3 und die Snare auf der 4. Die Besonderheit ist bei dieser Bassdrum auf der 3 und ist in dem Fall, dass ich keine Hi-Hat darüber spiele. Weil ich spiele ja nur Viertel-Hi-Hat sozusagen. Also aktuell in diesem Beispiel spiele ich immer 1, 2, 3 und 4. Und diese 3 und, wo ich die Bassdrum spiele, den zweiten Schlag sozusagen von meiner Doppel-Bassdrum, da spiele ich keine Hi-Hat. Also. Und gerade am Anfang ist diese Koordination etwas schwierig, weil du natürlich gewohnt bist, immer deine Gliedmaßen gleichzeitig zu bewegen und nicht unabhängig voneinander. Und genau deswegen ist dieser Groove hervorragend für einen Anfänger geeignet, um genau diese Sache zu trainieren. Ich spiele mal langsam vor. Wenn es gut funktioniert, kannst du es zum Beispiel auch auf der Standtrommel spielen. Als nächstes schauen wir uns wieder Groove Nummer 1 an. Allerdings ändern wir das ein bisschen und spielen jetzt nicht Viertel auf der Hi-Hat, sondern Achtel. Ansonsten bleibt bei diesem Groove erstmal alles gleich. Also wieder die Bassdrum auf der 1, Snare auf der 2, nächste Bassdrum auf der 3 und dann wieder die Snare auf der 4. Das ist wirklich ein sehr, sehr bekannter und weit verbreiteter Groove, der wirklich in 90% der Poplieder vorkommt. Also der Groove sollte wirklich blind sitzen und wirklich gut funktionieren. Ich spiele ihn mal langsam vor. Als nächstes bauen wir jetzt hier wieder oder nehmen das Beispiel von Groove Nummer 2 her und spielen jetzt wieder die Bassdrum auf der 1, dann Snare auf der 2, dann wieder 3 die Bassdrum und auf der 3 und, also diese doppelte Bassdrum sozusagen, und dann auf der 4 wieder die Snare. In dem Fall ist es vielleicht sogar ein bisschen einfacher, weil du nämlich jetzt auf der 3 und nicht die Hi-Hat weglässt, so wie bei dem vorherigen Groove sozusagen, sondern jetzt auch gleichzeitig natürlich mit der Hi-Hat drüber spielst. Ich spiele es mal langsam vor. Das gleiche Prinzip wie diesen Doppelschlag, wo wir auf der Bassdrum gerade hatten, kann man natürlich auch mit der Snare spielen. Und zwar habe ich jetzt hier in dem Beispiel, bei diesem Groove, habe ich jetzt die Bassdrum auf der 1, die Snare auf der 2, dann die Bassdrum wieder auf der 3 und dann auf der 4 und der 4 und spiele ich jetzt genauso einen Doppelschlag wieder mit der Snare. Das klingt dann so.
Als nächstes verbinde ich zwei Grooves miteinander. Und zwar habe ich jetzt hier wieder die Bassdrum auf der 1, Snare auf der 2, dann die Bassdrum oder diese doppelte Bassdrum auf der 3 und der 3 und. Und wie gehabt gerade, die Snare auf der 4 und der 4 und. Das heißt quasi, ich habe einen Doppelschlag mit der Bassdrum und einen Doppelschlag mit der Snare gespielt. Ich spiele den Groove mal langsam vor. Als nächstes Beispiel kann man jetzt hier auch diese Hi-Hat nicht nur als Achtel spielen, sondern auch wieder als Viertel. Und ich nehme das bewusst nach diesem Achtel-Groove sozusagen, weil meiner Meinung nach das ein bisschen schwieriger in diesem Fall ist, das Ganze mit der Viertel zu spielen, weil du eben eine Bassdrum immer alleine hast und eine Snare auch sozusagen alleine spielst, weil du eben nur vier Schläge auf der Hi-Hat hast. Ich spiele es mal langsam vor, dann weißt du ganz genau, was ich meine. Du hast ja diese Bassdrum, diese doppelte, wo du keinen zweiten Schlag auf der Hi-Hat hast und das gleiche auf der Snare. Und das ist am Anfang gar nicht so einfach, weil du ja prinzipiell immer das Gefühl hast, dass du immer, wenn du eine Bassdrum spielst, auch eine Hi-Hat spielen musst. Und genau diese Verbindung wegzubekommen, ist am Anfang echt ein bisschen schwierig. Deswegen kannst du das auch als einzelne Übung hernehmen. Also oder auf der Snare eben. Und dann eben in diesem Groove kombinieren. Kommen wir zum nächsten Groove und das ist auch ein sehr schöner Groove, der mir wirklich sehr gut gefällt. Und zwar habe ich hier wieder die Bassdrum auf der 1, Snare auf der 2, dann direkt nach der Snare, also auf der 2 und, spiele ich die nächste Bassdrum und dann auf der 3 und wieder eine Bassdrum und dann direkt danach auf der 4 die Snare. Und jetzt wieder, wie gehabt, Achtel auf der Hi-Hat. Es klingt dann so. Und auch hier wieder als Beispiel kann ich das wieder mit Viertel auf der Hi-Hat spielen. Und auch da wieder, meines Erachtens, ist es ein bisschen schwieriger, als diese Achtel durchzuspielen auf der Hi-Hat, weil du eben jetzt hier genau zwischen diesen zwei Bassdrum-Schlägen, also auf der 2 und auf der 3 und, hast du direkt dazwischen auf der 3 eine Hi-Hat. Also du hast ja 2 und die Bassdrum, dann auf der 3 die Hi-Hat und auf der 3 und wieder eine Bassdrum und dann wieder auf der 4 die Snare zusammen mit der Hi-Hat. Ich spiele es mal langsam vor. Und das ist natürlich ein bisschen Koordination gefragt, immer dazwischen sozusagen diese Hi-Hat sauber zu spielen und dass der Abstand auch richtig passt, dass das Ganze groovt am Ende. Ich spiele es mal ein bisschen schneller vor. Kommen wir zum vorletzten Groove und zwar habe ich jetzt hier zweimal so einen Doppelschlag mit der Bassdrum und zwar auf der 1 und der 1 und. Dann die Snare ganz normal auf der 2 und dann wieder die Bassdrum auf der 3 und 3 und, also wieder so ein Doppelschlag. Und auf der 4 habe ich wieder meine letzte Snare sozusagen. Und auch hier, wie gehabt, Achtel auf der Hi-Hat gespielt. Das klingt dann so. Zu guter Letzt habe ich wieder eine Kombination aus zwei Grooves. Und zwar habe ich jetzt hier wieder die Bassdrum auf der 1 und der 1 und, Snare wieder auf der 2, dann direkt danach wieder die nächste Bassdrum auf der 2 und dann wieder eine Bassdrum auf der 3 und auf der 4 die Snare. Es klingt komplizierter, als es eigentlich ist. Ich habe wieder unten die Noten eingeblendet. Und zwar spielen wir das Ganze erstmal mit Achteln und erstmal ein bisschen langsamer natürlich. Das war's auch schon mit allen Grooves, die ich dir in diesem Video zeigen wollte. Du hast jetzt wieder einiges dabei und wenn einige Grooves wirklich dir einfach fallen, dann empfehle ich dir auch einfach mal zu probieren, wie ich es dir ein paar Beispielen quasi gezeigt habe, das Ganze nicht nur als Achtel zu spielen, also immer 8 Schläge auf der Hi-Hat, sondern auch mal nur Viertel zu spielen, also immer nur 1, 2, 3, 4
Und den Rest vom Groove lässt du quasi gleich. Also Bassdrum und die Snare bleiben genau an der gleichen Stelle sozusagen. Und damit hast du eigentlich nicht nur 10 Grooves bekommen, sondern insgesamt 20 Grooves, mit denen du natürlich erstmal üben kannst. Beziehungsweise nicht ganz 20, weil ich habe an der einen oder anderen Stelle habe ich natürlich den Viertel nur gezeigt und nicht die Achtelversion. Und prinzipiell hast du trotzdem viele Möglichkeiten, mit diesen Grooves zu arbeiten. Und als Königsdisziplin würde ich dir empfehlen, das Ganze auch wirklich auswendig spielen zu können. Das heißt, du hast diese 10 Grooves, die du ja in dem PDF sozusagen runterladen kannst. Das habe ich wieder unterhalb in der Videobeschreibung verlinkt. Kannst du komplett das PDF runterladen. Und dann probierst du das Ganze erstmal natürlich mit Noten zu spielen und nicht alles auswendig zu können. Erstmal konzentrieren, dass es sauber klingt. Und im nächsten Schritt probierst du dann zum Beispiel Groove 1 bis 5 auswendig zu spielen und nicht aufs Blatt zu schauen sozusagen. Und wenn du das wirklich kannst, schaust du die nächsten 5 Grooves an, bis du alle 10 Grooves auswendig kannst. Und dann probierst du wirklich, dich nur auf den Groove zu konzentrieren und nicht drüber nachzudenken, wann an welcher Stelle die Bassdrum und die Snare kommt. Weil wenn du die auswendig kannst, dann sollte das schon sauber funktionieren. Und dann kannst du dich darauf konzentrieren, dass du wirklich die Hi-Hat und die Snare sauber spielst und die Bassdrum zum Beispiel auch wirklich kraftvoll spielst. Da hast du wirklich Zeit und nochmal wirklich die Luft sozusagen, dich auf deinen Groove zu konzentrieren, damit der wirklich ein bisschen Dynamik entsteht und der Groove auch sauber klingt. Das ist nicht so einfach am Anfang und das würde ich dir wirklich empfehlen, so zu üben oder so an diese Sache ranzugehen. Und als nächstes kannst du natürlich auch alle Grooves nacheinander spielen, also wirklich von 1 bis 10 durchzuspielen. Und das ist wirklich die Königsdisziplin eigentlich. Also alles auswendig zu spielen und dann wirklich von Groove 1 bis Groove 10 nacheinander alles sauber zu spielen. Also ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wie gesagt, du findest unterhalb in der Videobeschreibung alle Links, wo du kostenlos quasi die Noten herunterladen kannst. Schau gerne auf meine Webseite schlagzeug-lernen.de vorbei. Da habe ich auch noch einen kompletten Einsteigerkurs, wo ich dir genau die Details und die Techniken hinter solchen Grooves dir zeige, in diesem Kurs sozusagen. Kannst du gerne mal reinschauen, ob das vielleicht was für dich ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Ansonsten kannst du natürlich meinen Kanal abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst in der Zukunft. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin viel Spaß und Erfolg.